Hallo, ich möchte mit euch eine Fläche berechnen. Und zwar wollen wir hier, haben wir f von x gegeben. F von x ist x Quadrat. Und wir wollen die Fläche hier berechnen von 0 bis 4. Das heißt die Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse. Wie macht man das? Das heißt, man stellt sich seine Flächeninhaltsfunktion auf. Viele kennen das auch als Stammfunktion. Und das wissen wir, das ist ein Drittel x hoch 3. Jetzt schreiben wir die Integralschreibweise dafür. Das heißt, der Flächeninhalt von 0 bis 4 in dem Intervall wird also berechnet, indem wir das Integral bilden. Hier die untere Grenze 0 und die obere Grenze 4. Dann nehmen wir hier die Randfunktion dx. Und dann können wir das berechnen mit Hilfe der Flächeninhaltsfunktion, indem wir jetzt die Grenzen von 0 bis 4 verwenden. Und das heißt, diese ganze Fläche hier bis 4, da müssen wir einfach jetzt f von 4 bilden. Und dann haben wir diese gesamte Fläche ausgerechnet. Und streng genommen müsste man noch f von 0 abziehen, aber hier gibt es natürlich keine Fläche. Okay, das heißt, wir setzen einfach jetzt die 4 in unsere Flächeninhaltsfunktion ein. Dann wäre das hier also ein Drittel mal 4 hoch 3 minus. Und jetzt setzen wir 0 ein, ein Drittel mal 0 hoch 3. Und da seht ihr schon, was dabei rauskommt. Und das ist dann genau der Flächeninhalt. So groß ist er dann. 4 hoch 3 sind 64, also 64 Drittel. Und 64 Drittel sind entsprechend 21 ein Drittel. Und das wären dann sozusagen Flächeneinheiten. Und das ist dann hier das Ergebnis für diese Fläche. Okay, das war's. Euch viel Spaß.